dieses Ereignis. Maria Schell und Ovid endlich wieder zusammen in einem großen deutschen Film. Das Riesenrad. Mach nicht immer solche Sachen! Ideen hat er schon, der Rudi. Hochzeitsreise auf dem Riesenrad. Wo andere Filme enden, fängt dieser an. Mit einer Hochzeit in strahlendem Glück. Rudi, ich musste nämlich was beichten. Ja. Ich habe noch nie einen Mann ganz vollständig gesehen. Eins, zwei, drei. Danke. Die Geschichte einer Familie in unserem aufregenden Jahrhundert. Der Thronfolger ist ermordet worden. Wann geht dein Zug? Um 4 werden wir verladen. Mutti, ist das der Papa? Wo sind wir da? Im 7. Himmel? 6. Militärlazarett in Klagenfurt sind wir. Der Krieg ist aus. Kaiser Karl hat abgedankt und Österreich ist eine Republik geworden. Wie heißt denn der neue Kaiser? Sagen Sie verrückt, der neue Kaiser in einer Republik? Du hackst mich auf, ganz ohne Gefühl. Die Hände werden wir zittern nach 10 Jahren Ehe, Wurstl. Nach 9 Jahren Ehe. Nach 9 Jahren. Rudi, ich weiß, was wir für unsere Ehe brauchen, einen neuen Rhythmus wie die moderne Musik. Kennen Sie denn die Dame? Flüchtig. Wir waren einmal ein buntes Liebespaar. Sind Sie oft allein? Sind Sie allein? Komm mit mir. Wenn ich einmal einen Fehltritt begehe, einmal, na und? Wie die Alten sungen. Ach, das Übliche, der Junge, aber auch und das hübsche Mädel. Geschichte einer, trotz allem, glücklichen Ehe. Das Riesenrad trägt sie durch 5 Jahrzehnte. Mama, ich verstehe gar nicht, dass du dich so aufregst. Der Krieg ist praktisch vorbei. Frankreich hat kapituliert und der Rest ist nur Militärparat. Alles wiederholt sich im Leben. Es bleiben nur die unerfüllten Wünsche. Durch das Auf und Ab eines bewegten Lebens führt Gesha von Radwani Maria Schell und O.W. Fischer, Rudolf Forster, Doris Kirchner, Gusti Wolf, Heinz Blau, Anita Gutwell, Christian Dörmer und viele andere. In beschwingtem Rhythmus durch das 20. Jahrhundert. Zwei Menschen im Wandel der Zeichen. Wenn dir wirklich was fehlt, dann werden ihm die ersten Spezialisten kommen, die ersten Ärzte der Welt. Wozu haben wir denn das verfluchte Geld? Es gibt doch heute schon Sehern und Injektionen und was weiß ich alles. Du darfst dich nur nicht fürchten, Liesl, fürcht dich doch nicht, ich verbitte dich. Leg dich doch nicht auf, was legst du denn auf? Weißt du was? Die Zeit, die uns jetzt noch bleibt, die machen wir zum Schönsten unseres Lebens. Nennst du mich dann Großvater, das passt so zu meinem Ischias. Danke. Nix, danke. Großvater, soll ich sagen. Herr Großvater! Nein. Ein Film für Menschen mit jungem Herzen. Frech wie eine Wanze, er ist ein Hild. Das Riesenrad.